Hallo, hier ist wieder euer Weehawk LP. Ich begrüße euch zum nächsten Part meines 5-Jahres-Jubiläum-Specials. Heute nehmen wir uns das Jahr 2013 vor. Ja, ein Jahr, was so ein bisschen im Zeichen Back to the Roots stand, wenn man so will. Ich bezeichne das Jahr ganz gerne als Best-of-Jahr, weil dieses Jahr wirklich alles beinhalten sollte, was ich so die letzten Jahre gemacht hatte. Also, es sollte wirklich alles vertreten sein, was ich bisher so getan habe. Also wirklich Mario Hacks beispielsweise, das war dann in Form von Super Mario Star Revenge. Point-and-Click Adventures in Form von Goodbye Deponia. Natürlich auch wieder sehr, sehr viel Retro. Also gerade die ersten drei Projekte im Januar, standen da auch voll im Zeichen von Retro-Spielen, Sega Master System und so weiter. Und natürlich, was auch nicht fehlen durfte, waren natürlich auch so Sachen wie Lylat Wars, denn zum dritten Mal sollte ich ein Lylat Wars-Projekt starten. Ja, und viele, viele weitere schöne Sachen. Dragon Ball Z natürlich auch. Auch Dragon Ball durfte in diesem Jahr nicht fehlen. Also ihr seht schon, alles, was ich so die Jahre vorher gemacht habe, das kam auch im Jahr 2013 zum Einsatz. Und deswegen bezeichne ich dieses Jahr immer so ein bisschen als das Best-of-Jahr, weil wirklich wirklich alles drin war, was ich so die Jahre vorher gemacht hatte. Und ja, wie ich finde, was auch ein sehr schönes Jahr war. Also im Gegensatz zum Jahr 2012 lief halt einfach vieles einfacher. Außerdem hatte das Jahr allerdings zusätzlich noch einmal den guten alten Poki, mit dem ich im Jahr vorher ja Deponia aufgenommen hatte. In diesem Jahr fand nämlich das Community-Interview auch noch statt. Aber gut, ich würde mal sagen, wir fangen ganz von Anfang an, ganz von Beginn. Nämlich das Jahr 2013 fing auch wieder relativ, naja, nicht schwierig, aber es war eine komische Zeit, sagen wir es mal so. Weil ich musste erstmalig aufnehmen unter Bedingungen, die ich so vorher nicht gewohnt war. Es ereignete sich nämlich Folgendes. Wir waren im Dezember 2012, waren wir im Weihnachtsurlaub gewesen in Hamburg. Und ja, meine Frau hatte sich in diesem Urlaub das Bein gebrochen, dummerweise, beziehungsweise das Sprunggelenk. Und ja, Urlaub war natürlich dementsprechend dann beendet und sie lag erst einmal 6 Wochen zu Hause, musste ihren Beinbruch dann auskurieren. Ja, und in dieser Zeit musste ich natürlich aber auch mal irgendwie meine Let's Plays voranbringen. Und das war eine Situation, die war ich so gar nicht gewohnt, wirklich aufzunehmen, wenn sie dabei war. Normalerweise habe ich das gemacht, wenn sie irgendwie auf Arbeit war, weil ich meistens halt schon eine Stunde früher zu Hause war. Oder halt eben freitags, wenn ich sogar 3 Stunden früher zu Hause war als sie. Und ja, da war ich das einfach nicht gewohnt, dass sie jetzt so nebendran sitzt und wirklich alles hören und wirklich alles hört und alles mitkriegt, was ich so mache. Das war sehr komisch für mich irgendwie. Ich muss sagen, heute macht mir das gar nichts mehr aus. Wenn sie irgendwie nebendran sitzt, wenn ich, was weiß ich, irgendwie Rauru irgendwelche Weihnachtslieder singen lasse bei Ocarina of Time und sie hockt irgendwie hinten dran, stört mich das gar nicht mehr. Aber damals war es einfach irgendwie, ich weiß auch nicht, eine ungewohnte Situation. Und es war für mich dann auch so ein bisschen der Anreiz, sag ich ganz ehrlich, Face Noir dann auch mal ein bisschen voranzubringen, was ich immer noch vom Vorjahr als Projekt hatte. Das war nämlich so der Fall gewesen, dass das Spiel ja sehr dialoglastig war, ich dementsprechend gar nicht so viel kommentieren musste, weil ich meistens die Dialoge hab halt abspielen lassen. Und es war mir irgendwie in dem Moment lieber, da musste ich nicht so viel Mist labern, dann konnte ich da ein bisschen ruhiger kommentieren auch, hat ja auch zu Face Noir dann ganz gut gepasst und das war so dann für mich der Anreiz, ja gut, solange sie zu Hause liegt, machst du halt mal Face Noir, da musst du nicht so viel kommentieren und was weiß ich was. Und so konnte ich dieses Projekt dann abschließen. Das ist eigentlich ganz witzig. Wie gesagt, heute geniere ich mich da nicht mehr so. Ich stehe da absolut zu dem, was ich mache und sie weiß, dass ich ein kleiner Quatschkopf bin und es passt eigentlich alles wunderbar. Aber damals, ich weiß auch nicht, irgendwie war es mir ein Stück weit unangenehm. Sag ich ganz ehrlich. Davon weiß, glaube ich, so gut wie niemand was. Das war auch wirklich eine Zeit, wo ich nicht besonders oft online war, weil ich mich halt auch ein bisschen um sie gekümmert habe. Logisch, macht man nun mal so als liebender und treusorgender Ehemann, kümmert man sich dann natürlich um seine Frau, wenn sie da irgendwie im Bett liegt mit gebrochenem Bein und sich kaum bewegen kann. Dann macht man sowas natürlich, ganz klar. Ansonsten muss man allerdings sagen, dass das Jahr 2013 insbesondere mit 3 Retro-Projekten startete. Und zwar einmal mit Submarine Attack,
dann Alex Kidd in Miracle World und dann auch noch Rastan für das Master System. Wobei ich sagen muss, Rastan war eigentlich gar nicht geplant. Das kam mehr oder weniger spontan, muss ich ganz ehrlich zugeben. War eigentlich einfach so zwischengeschoben. Ich fand das irgendwie ganz witzig, dieses Spiel, musste es dann unbedingt zeigen. Und vor allem wollte ich, weil ich eben auch wusste, dass ich im letzten Jahr eher sehr, sehr viele Zuschauer vergrault hatte, eben mit den vielen Point-and-Click-Adventures teilweise, mit den vielen Gastkommentator-Projekten auch, die teilweise stark in die Kritik geraten sind, habe ich natürlich dann auch mir gesagt, wirklich mal wieder back to the roots und mal wieder ein bisschen mehr Retro. Ja, und das waren dann diese drei Projekte. Insbesondere muss ich sagen, Alex Kidd in Miracle World hat mir wahnsinnig viel Spaß gemacht. Es ist natürlich ein absoluter Klassiker für das Master System. Ein Spiel, was mir in meiner Kindheit entgangen ist, weil wir haben das Master System relativ spät bekommen, sprich wir hatten nur die Master System 2 Version, in welcher dann Sonic integriert gewesen war und nicht Alex Kidd in Miracle World, und dementsprechend bin ich mit diesem Spiel als Kind gar nicht in Berührung gekommen, erst sehr, sehr viel später. Aber ich muss sagen, es ist wirklich ein absoluter Klassiker, es macht wahnsinnig viel Spaß, das Spiel, und auch wieder eins dieser Titel, wo ich mich mal wieder so richtig schön durch die Gegend glitschen konnte an einer Stelle. War ganz witzig, hat mir sehr viel Spaß gemacht. Endlich natürlich auch Rastan und Submarine Attack, was beides eigentlich relativ schnell abgeschlossen war. Ich glaube, alle drei Projekte haben... Ich glaube, Submarine Attack waren sogar irgendwie nur drei Parts und der dritte Part war irgendwie sogar sehr kurz. Und Rastan und Alex Kidd waren irgendwie auch in 5-6 Parts dann jeweils abgeschlossen. Ging also alles relativ flott voran. Und so konnte ich mich dann allmählich dann auch wieder größeren Projekten widmen, als meine Frau dann eben wieder fit war und ich dann auch wieder ein bisschen mehr Zeit zum Aufnehmen hatte. Kam nämlich dann das erste Projekt, ja, ein Spiel, was mir von Karax 166 gesponsert worden ist, vom lieben Karax, vom lieben Marcel. Der hat mir das damals gesponsert, also sprich, er hat mir seine Cartridge ausgeliehen von Donald Duck Quack Attack. Dolan! Wieder Uncle Dolan Action, nachdem Lucky Damn Caper im vorigen Jahr ja relativ gut ankam bei euch. Und ich muss ehrlich sagen, das Spiel hat mir einen wahnsinnigen Motivationsschub gegeben. Das war eigentlich so genau das Richtige, um wieder N64-Spiele zu starten. Wieder richtig schön auf N64-Projekte zu gehen. Dafür war das genau das richtige Spiel. Es war halt so wirklich so ein bisschen wie Tonic Trouble gewesen. So von der ganzen Machart, war ja auch ein Spiel von Ubisoft gewesen und es hat sehr, sehr stark an Rayman und an Tonic Trouble halt erinnert. So von der ganzen Machart. Und dieses Spiel hat einfach einen wahnsinnigen Spaß gemacht und ich glaube, da merkt man auch wirklich bei diesem Projekt, wie ich wieder ein bisschen freier kommentieren konnte und wie ich dann auch wirklich teilweise auch echt wieder durchgedreht bin, teilweise. Das war so ein richtiges Fun-Projekt und das hat wahnsinnigen Spaß gemacht. Kleine Trivia am Rande, ich habe die Cartridge vom guten Karax immer noch. Und ich musste ihm endlich mal zurückschicken, weil ich habe mir das Spiel mittlerweile längst selbst geholt, habe ihm seine allerdings immer noch nicht zurückgegeben. Ich weiß, ich bin ein Arsch. Das ist fies, ja. Ich denke halt einfach nur nicht dran. Ich bin einfach vergesslich. So, jetzt im Moment denke ich dran, aber was soll ich machen? Ich habe jetzt gerade nichts da, um es irgendwie jetzt nebenbei noch schnell einzupacken oder sonst was. Vielleicht kriegt er es zu Weihnachten. Ich muss mal schauen. Ja, hier, ich schenke dir deine eigene Cartridge zu Weihnachten. Ja, aber nee, war ein feiner Zug von dir, hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht, dieses Spiel aufzunehmen und war, denke ich, tatsächlich auch letztendlich eins meiner absolut besten Projekte in diesem Jahr. Auch wenn es von der Bildqualität her natürlich ein bisschen schwammig war, es ist halt einfach TV-Karte von Originalkonsole, sieht immer ein bisschen unfein aus, merkt ihr jetzt auch aktuell bei Ocarina of Time, wenn ich da den Feuertempel auf der Originalkonsole zeige, das sieht alles nicht so schön aus wie auf dem Emulator, ist halt einfach so. Ja, aber ich denke, es war trotzdem ein sehr schönes Projekt. Ein weiteres schönes Projekt war dann auch das, was dann im April steigen sollte. Im April sollte nämlich erneut etwas mit Poki anfangen, nämlich das groß angelegte Community-Interview. Ihr hattet mehrere Monate vorher bereits die Möglichkeit, Fragen an Poki zu stellen und... Ja, ich habe dann gesagt, und ich durfte sie dann an Poki weiterleiten, sozusagen, ich durfte ihn dann interviewen.
Das Ganze war ursprünglich übrigens als Skype-Projekt geplant gewesen. Also sprich, dass ich ihn einfach nur via Skype hätte interviewt. Problem war, ich wusste ganz genau, wenn wir das über Skype machen, wir haben beide nicht unbedingt die beste Verbindung. Wir hatten nämlich damals schon mal Deponia via Skype dann zu Ende gebracht. Und das war von der Verbindungsqualität sehr, sehr schlecht gewesen. Und da habe ich mir gesagt, wenn wir das via Skype machen, das wird wieder nichts. Und dann hätte ich wieder was in den Sand gesetzt, so wie Deponia. Und da war das dann meine Idee, dass wir uns dann direkt beide Delic vor Ort treffen und ich das Ganze dann mit ihm mittels Kamera durchführe. Ja, und so haben wir das Ganze auch gemacht. Es war mir auch wirklich ein Begehr, dass da wirklich das Bestmöglichste rausgeholt wird aus diesem Interview. Eben weil ich halt Deponia noch immer im Hinterkopf hatte und ich einfach wirklich mal was richtig Schönes mit der Delic machen wollte, was einfach wirklich auch mal funktioniert und nicht von irgendwelchen technischen Problemen begleitet ist oder sonst was. Und das war das Community-Interview mit Pogi. Das war so ein bisschen meine Möglichkeit, mich so ein bisschen zu rehabilitieren und einfach das Bestmöglichste rauszuholen. Und das haben wir getan. Das muss ich wirklich sagen. Also von der ganzen Organisation und dann letztendlich auch von der Durchführung her war das absolut fantastisch und lief wirklich sensationell, lief wie am Schnürchen. Pogi, der sich wirklich, ich hab's am Rande des Community-Interviews am Ende nochmal erwähnt, der sich wirklich so viel Zeit genommen hat, der sich da 3-4 Stunden hingehockt hat und mir diese Fragen beantwortet hat, der wirklich nicht einfach nur mit 1-2 Sätzen irgendwie lieblos irgendwelche Antworten hingeklatscht hat, sondern wirklich Geschichten erzählt hat und sehr weit ausgeholt hat und wirklich mit aller Freude auch wirklich diese Fragen von euch beantwortet hat. Das war so sensationell, das hat mich so beeindruckt. Das war wirklich, das Community-Interview war wirklich was, das war sehr, sehr schön. Über das Community-Interview habe ich dann auch den guten Felix Moring kennengelernt, der heute mit mir zusammen quasi NPC Online macht, beziehungsweise er ist halt der Chefredakteur quasi von NPC Online, unserem kleinen Online-Magazin, und ich mache halt hier und da immer mal wieder ein paar Beiträge mit, unter anderem jetzt die Ghibli-Festival-Woche, wenn ihr da mal auf den Kanal schauen wollt. Ich habe den jetzt mal einfach mal in die Videobeschreibung gepackt, weil ich denke, das ist auch mal ganz interessant. Und da habe ich nämlich auch mitgewirkt und bin da auch in diversen Videos dann auch zu sehen. Ja, es macht auf jeden Fall Spaß, da immer mal wieder mitzumischen, muss ich ganz ehrlich sagen. Ja, das Community-Interview hat mir also sehr, sehr viel gebracht. Und ich habe mir auch sehr, sehr viel Zeit gelassen, die einzelnen Parts hochzuladen. Ich wusste nämlich ganz genau, wenn ich ein 3-Stunden-Interview mache und hau da irgendwie jeden Tag da irgendwie einen Part raus, das wird sich keiner angucken. Deswegen habe ich das wirklich versucht, auch zeitlich versetzt zu machen. Ganz ehrlich, am Anfang hatte ich auch ein paar Probleme damit, das Ganze zu bearbeiten, weil ich einfach nicht die richtige Software dafür hatte. Das Ganze waren nämlich HD-Aufnahmen gewesen von der Kamera und mein Renderprogramm kam mit diesen HD-Einstellungen halt irgendwie nicht zurecht, beziehungsweise mit dem Dateiformat von dieser HD-Kamera. Und da musste ich mir erstmal ein neues Schnittprogramm zulegen und das hat natürlich auch ein paar Monate gedauert. Aber ich denke mal, die Zeit war es wert. Es war ja, das Interview hat ja so an sich nicht irgendwie an Aktualität verloren, sag ich mal. Es hat ja sehr, sehr viele Dinge erzählt, wie das und das zustande gekommen ist. Und das ist ja theoretisch heute immer noch aktuell. Also von daher, ein paar Sachen habe ich rausgeschnitten letztendlich aus dem Interview, die zum Beispiel auf Goodbye Deponia bezogen waren, wo es dann hieß, ja, das Spiel kommt ja dieses Jahr im Oktober raus. Mittlerweile war es aber schon im April des nächsten Jahres, als ich diesen letzten Part hochgeladen hatte. Ja, ich weiß. Ein bisschen viel Zeit habe ich euch vielleicht schon gelassen. Aber ja, insgesamt, es war mir einfach wichtig, mir da viel Zeit zu nehmen für die Bearbeitung, dass es auch wirklich schön wird. Und ich denke, das Community-Interview war somit das Größte, was ich eigentlich bisher so in der Let's Play-Szene gemacht habe. Somit. Also nicht direkt das Größte. Es gibt sicherlich viele andere schöne, große Sachen, die ich noch mitgemacht habe. Aber das Community-Interview definitiv auch eines der schönsten Sachen. Absolut. Ja, und so startete eigentlich generell eine richtig schöne Zeit, muss ich sagen. 2013 war ein relativ unbeschwertes Jahr. Und das war dann auch zum Teil wirklich, konnte ich wirklich den ein oder anderen Überraschungserfolg landen? Muss ich sagen, Star Revenge beispielsweise. Super Mario 64 Star Revenge, der Hack von Brodude in der Redone-Version.
Oder halt, Moment. Super Mario 64 Star Revenge Redone Version, ein Hack von Brodude. So, genau. So habe ich das Projekt genannt. Ah, das war schön. Das war ein sehr, sehr schönes Projekt. Startete wirklich in einer der absoluten Hochphasen in diesem Jahr, im Frühjahr 2013. Kurz nach Donald Duck Quack Attack war genau das Richtige, einfach um an alte Zeiten anzuknüpfen, nochmal alles aus mir rauszuholen, kommentartechnisch. Und ich denke, das war wirklich ein Projekt, was einfach nur Spaß gemacht hat. Was auch Spaß machen sollte. Und wo ich mich nochmal richtig auslassen konnte. Ich meine, wir erinnern uns an Sachen wie den Aufenthalt genießen. Wegen diesem einen Schreibfehler, weil er genießen halt nicht mit scharfem S oder mit Doppel-S geschrieben hat, sondern halt mit einem S und ich dann halt genießen draus gemacht habe. Willkommen in deiner neuen Welt und genieße deinen Aufenthalt. Genieße? Wetsche! Willkommen in deiner neuen Welt und genieße deinen Aufenthalt. Wetsche! Wir genießen unseren Aufenthalt. Wetsche! Willkommen in einer neuen Welt und genieße deinen Aufenthalt. Wetsche! Wetsche! Entschuldige, es geht ja ganz schrecklich heute. Boah. Ja, genießen, den Aufenthalt genießen. Natürlich gab es aber noch viele, viele weitere schöne Sachen. Es war zum Teil ein relativ schwerer Hack. Er hat mir gesagt, das Spiel wäre zu 99% ohne Save States spielbar. Ich hab's nicht ganz so empfunden, aber gut. Ich sag nur schwarzer Schalterpalast, den fand ich echt irre schwer. Also, den würde ich auch heute nicht ohne Save States packen. Also definitiv nicht. Der ist viel, 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 viel zu schwer. Aber gut, ist nur meine persönliche Meinung. Ja, und kurz nach Star Revenge startete dann auch Dragon Ball Z Budokai Tenkaichi 3. Ein Projekt, was ich noch kurz vor meinem Urlaub im Mai unbedingt starten wollte. Neben Star Revenge sollte das dann laufen, so ein bisschen parallel, und war auch zugleich mein zweiterfolgreichstes Projekt in diesem Jahr. Im Jahr 2013. Logisch. Der Nachfolger zu Dragon Ball Z Budokai Tenkaichi 2 war natürlich auch sehr erfolgreich. Ganz klar. Es musste so kommen. Ich habe lange Zeit mit mir gerungen, ob ich das wirklich machen soll, dieses Projekt. Letztendlich habe ich es dann doch durchgezogen, weil irgendwo zum einen hatte ich wirklich Lust drauf. Zum anderen sollte das Jahr einfach auch nochmal Dragon Ball beinhalten, weil wie gesagt, Best-of-Jahr einfach. Und ja, irgendwo hatte ich auch das Gefühl, ich kann es noch ein Stück weit besser als Tenkaichi 2 machen und wollte das Projekt deshalb einfach nochmal starten. Ich habe der ganzen Sache dann nochmal eine Chance gegeben. Ich wollte halt mal abwarten, wie verhalten sich die Zuschauer. Und ich muss ganz ehrlich sagen, dieses Projekt hat mich ein bisschen mit Tenkaichi auch ein bisschen versöhnt, mit diesen Tenkaichi-Let's Plays. Es gab natürlich trotzdem, bei jedem Part, wo ich mal einen Kampf verloren hatte, kam natürlich dann trotzdem, ey, du Noob, du bist ja voll schlecht. ist halt einfach so. Wenn man mal sich wagt oder mal erdreistet, mal einen Kampf nicht zu gewinnen, ist man natürlich automatisch der totale Loser und richtig schlecht. Das ist halt einfach so, mit solchen Kommentaren muss man dann rechnen. Aber die Niederlagen haben sich an diesem Projekt sogar wirklich in Grenzen gehalten. Und ich habe auch wirklich versucht, ein bisschen zu variieren. Es war auch bei diesem Spiel in der Tat ein bisschen einfacher, mit den Attacken zu variieren, als bei Dragon Ball Z Budokai Tenkaichi 2. Weil man einfach bei Tenkaichi 3 sehr, sehr viel mehr Möglichkeiten hat, auch mehr Charaktere. Insbesondere die Mission 100, wo ich ja wirklich viel, viel mit Charakteren experimentiert hatte, nicht immer den gleichen genommen hatte, sondern wirklich auch versucht hatte, Leute zu nehmen, die irgendwie zu dem jeweiligen Szenario passen. Mal mit Freezer, mal mit Cooler oder was weiß ich mit wem mal ran. Also natürlich mit Yamchu an dieser Stelle auch mal. Hallo Yamchu! Und hat Spaß gemacht. Und der Sommer hatte dann wirklich so viel schöne Sachen. Das konnte sich natürlich nicht ewig so weiterdrehen. Ich habe irgendwann gemerkt, so im Spätsommer, Herbst rum, ja eher Spätsommer rum, dass ich mal ein kleines Päuschen bräuchte. Ich habe Tenkaichi 3 und Star Revenge und so ja eigentlich relativ schnell durchgezogen, auch relativ viel gebracht immer. Und irgendwann so bei DuckTales Remastered rum und Star Fox Assault. Und auch Turok, oder? Genau.
DuckTales Remastered, Star Fox Assault und Turok, das, ja, genau. Das waren so die drei Projekte, die ich da zu diesem Zeitpunkt gestartet hatte. Und das war wirklich so, ja, ich bin wirklich wie so eine Art kleines Sommerloch gefallen. Ich habe das gemerkt. DuckTales Remastered hätte ich persönlich sehr, sehr viel schöner kommentieren können, bin ich wirklich der Meinung. Da sind zwar trotzdem Leute der Meinung, ich habe dieses Projekt sehr, sehr gut gemacht. Ich persönlich finde irgendwie, so das ein oder andere Prozent mehr hätte ich da vielleicht kommentartechnisch rausholen können. Und irgendwie war ich nicht so wirklich zufrieden damit. Selbiges galt für Turok, ein Spiel, mit dem ich heillos überfordert war. Das muss man wirklich sagen, ich war absolut heillos überfordert in diesem Spiel. Ich habe ja dann später sogar ein Let's Cheat draus gemacht, weil... ja, ich einfach sonst das Spiel nie im Leben durchgepackt hätte. Die Levels, die wurden spätestens ab Level 4 sowas von knackig. Knackig. Ja. dass ich einfach gar keine Chance mehr hatte. Und irgendwie mir dann auch stückweise die Motivation gefehlt hat, das Projekt auch ein bisschen voranzubringen. Turok war, glaube ich, das Projekt, was ich gemessen an der relativ niedrigen Paarzahl auch wirklich am längsten gezogen habe, weil ich einfach nicht voranmachen wollte zum Teil. Auch weil ich nicht wusste, oh Gott, jetzt läufst du da wieder stundenlang durch diese Katakomben, du kennst den Weg nicht. Irgendwann habe ich dann einfach bei den Katakomben den Flugcheat eingesetzt und mich irgendwie durch alle Wände durchgeglitscht, weil ich einfach keinen Bock mehr hatte, den richtigen Weg zu suchen. Es hat einfach Spaß gemacht. Ja, mit den Let's Cheats war es dann auch besser. Wobei ich sagen muss, das Projekt hatte ich erst nach meiner Let's Play-Pause dann in ein Let's Cheat verwandelt und ich glaube, das war auch genau die richtige Maßnahme, um damit wieder zu beginnen. Genau, damit habe ich jetzt eigentlich schon was vorweggenommen. Jetzt bin ich ein bisschen durcheinander geraten. Denn als ich so in dieses Sommerloch gefallen bin, das war so auch kurz nach der Gamescom gewesen, nach der Gamescom 2013, da habe ich gemerkt, dass ich einfach eine Pause brauche. Dass ich einfach mal jetzt 3-4 Wochen mal nichts machen sollte. Es war auch in der Tat seit 2011, seit Anfang 2011 dann so meine erste größere Pause. Die Anfang 2011 war ja auch mehr oder weniger eine Zwangspause, weil ich halt den Wohnungsumzug hatte. Ja, und diesmal habe ich gemerkt, ich muss mal 3-4 Wochen Abstand von der Let's Play-Szene irgendwie kriegen. Zu diesem Zeitpunkt wusste ich auch bereits, ja, dass es 2014, Anfang 2015 mit meinen Let's Plays zu Ende gehen würde. Und ich mir deshalb einfach nochmal eine Pause gönnen wollte. Und es war, denke ich, wirklich eine gute Maßnahme. Wie gesagt, zum einen Turok habe ich mich dann dazu durchgerungen, ein Let's Cheat draus zu machen, um es dann halt doch irgendwie einfach durchzuziehen. DuckTales Remastered konnte ich dann die letzten Parts noch hochladen und was ich auch sagen muss, Star Fox Assault, die letzten Folgen, haben mir auch ehrlich gesagt richtig gut gefallen. Also das war genau die richtige Maßnahme, um diesem Projekt nochmal einen Schwung zu geben. Weil, klar, das Jahr sollte natürlich auch nochmal Star Fox enthalten. Und ich muss ganz ehrlich sagen, mit Assault bin ich vorher schon nie wirklich warm geworden mit dem Spiel. Das hat sich durch das Let's Play hat sich dann gebessert. Ich habe mittlerweile einen wesentlich besseren Draht zu diesem Spiel und auch eine wesentlich höhere Meinung, als es damals war, bevor ich das Projekt gestartet hatte. Aber was mir halt gar nicht gefallen hat, war, ich war am Anfang ein bisschen überfordert und ich habe auch gemerkt, irgendwie kommentartechnisch läuft da nicht viel. Und auch das konnte sich dann nach der Pause ein bisschen ändern. Ich habe ein bisschen geübt auch in dem Spiel, sage ich ganz ehrlich. Ich war ein bisschen motiviert auch, weil ich war vorher mit Lissy auf der Gamescom gewesen und ich hatte meine Wii mitgenommen. Wir hatten da also auch wieder 3 Tage zusammen gewohnt, noch mit anderen Leuten noch zusammen. Unter anderem auch wieder Karax und an dieser Stelle auch mal Hanna, hallo, herzlich willkommen und so. Liebe Grüße an Hanna, die auch noch mit uns zusammen gewohnt hat. Und natürlich an Sharon, die wollen wir auch nicht vergessen. Ja, war eine lustige Zeit auf der Gamescom. Ja, und da hatte ich meine Wii mitgenommen auf der Gamescom. Und da habe ich dann Lissy gesehen, wie sie Star Fox Assault zockt. Das Spiel hatte ich nämlich mitgenommen. Und war begeistert, wie gut sie in diesem Spiel noch ist. Sie hatte das irgendwie 2 Jahre nicht mehr angerührt und hat mal eben irgendwie die Königin fertig gemacht. Wohlgemerkt auf dem mittleren Schwierigkeitsgrad, ohne das Spiel vorher jemals nochmal angefasst zu haben. Und das sowas von locker auch noch. Da blieb mir echt die Spucke weg. Ja. Und das hat mir echt eine Motivation gegeben, so nach meiner Pause mich ein bisschen zu verbessern und nochmal das Ganze bestmöglichst anzugehen. Ja. Irgendwie kam dann auch allmählich die Motivation wieder. Nachdem ich mein Sommerloch nach der Gamescom überwunden hatte, ging es dann auch wieder. Und wie das nun mal so ist, wenn man nach der Pause
zurückkommt, dann muss man natürlich auch mit was ganz, ganz Großem starten. Ich habe erstmal alte Projekte beendet, also Star Fox, Turok und DuckTales, und habe mich dann etwas Neuem gewidmet, nämlich Goodbye Deponia. Ja, Goodbye Deponia sollte den krönenden Abschluss der Deponia-Reihe bilden und war auch dann für mich letztendlich dann natürlich das dritte Deponia-Let's Play. Und ich habe es beim Beitrag zum letzten Jahr schon erwähnt, ich hatte ein bisschen Glück bei diesem Projekt. Nämlich, es hat sich Folgendes ereignet. Wir hatten damals, bei den Gaming Clerks hatten wir eine Musterversion bekommen, schon, relativ früh. Das war irgendwie, ich weiß gar nicht, 3 oder 4 Wochen vor Release schon. Und hatten ein Datum genannt bekommen, wann wir das starten dürfen, das Let's Play. Ja, der Delic hatte sich allerdings mittlerweile an größere Let's Player gewandt und hatte damals darum gebeten, doch bitte das Spiel noch nicht zu Let's Playen, sondern vielleicht wirklich erst so einen Monat nach dem Release. Und davon habe ich dann natürlich als jemand, der das Spiel schon vor dem Release gestartet hatte, ungemein profitiert. Ich muss natürlich dazu sagen und da auch nochmal Entschuldigung an der Delic, ich hatte das Projekt ein bisschen zu früh gestartet und habe deswegen dann so als Entschädigung extra bis zum Release-Tag dann auch gewartet, bis ich dann Part 2 hochgeladen hatte. Da gab es dann nämlich auch ein paar kleinere Unstimmigkeiten. Das tut mir auch sehr leid, dass ich da ein bisschen was durcheinander gehauen hatte. Aber nichtsdestotrotz, dadurch, dass Gronkh von diesem Spiel, dass Gronkh das Spiel noch nicht gestartet hatte, hatte ich zu diesem Zeitpunkt wahnsinnig davon profitiert. Also einige Zuschauer von seinem Kanal sind dann plötzlich zu mir gegangen. Und was mich wirklich gefreut hat, einige hatten auch wirklich gesagt, hey, du machst das ja genauso gut wie Gronkh. Und das hat mich ehrlich gesagt sehr gefreut, muss ich sagen. Nur, was ich sagen muss, danach habe ich so ein bisschen die Schattenseiten auch kennengelernt. Man merkt natürlich, wenn du genau das richtige Projekt zur richtigen Zeit startest, was du für einen wahnsinnigen Schub bekommst. Also es gibt keinen einzigen Part von Goodbye Deponia, der unter 3000 Aufrufen liegt. Nur mal als kleine Info für euch, in diesem Jahr habe ich bisher erst 2 Videos, die über 3000 Aufrufe gekommen sind. Nur mal so zum Vergleich. Dieses Jahr haben es tatsächlich nur 2 Videos, also die ich in diesem Jahr hochgeladen hatte, über die 3000 Aufrufe-Marke geschafft. Also da seht ihr mal den Unterschied. Ihr seht, was es einen für einen wahnsinnigen Push geben kann, wenn man das richtige Projekt zur richtigen Zeit startet. Und das war Goodbye Deponia. Ja. Da habe ich natürlich einen wahnsinnigen Schub bekommen, habe innerhalb von diesem einen Monat, wo ich Deponia durchgezogen hatte, was wirklich auch mal ein Projekt war, was ich täglich hochgeladen habe, was sehr, sehr selten ist, einfach aufgrund der riesigen Nachfrage. Ich habe in diesem Monat über 1000 Abonnenten dazu bekommen, was eine wahnsinnige Wachstumsrate war zu diesem Zeitpunkt, was mir einen unglaublichen Push versetzt hat. Ja. Aber ihr könnt euch vorstellen, dass die meisten dieser Zuschauer natürlich auch nur wegen Goodbye Deponia gekommen sind und nicht wegen dem Let's Player, nicht wegen mir oder wegen dem Kommentarstil oder sonst was, sondern halt wirklich rein wegen Goodbye Deponia. Und jetzt könnt ihr euch natürlich vorstellen, was passiert war, nachdem Goodbye Deponia beendet war. Ich habe ungelogen etwa 4-5 Tage, nachdem das Projekt beendet war, Goodbye Deponia, haltet euch fest, über 100 D-Abos bekommen. Von diesen 1000 Leuten, die mich abonniert hatten, damals haben mich dann auch 100 direkt wieder deabonniert. Und ich schätze mal, die anderen 900 haben es einfach nur vergessen, mich wieder zu deabonnieren. Weil ich merke das heute nämlich auch an den Statistiken, wenn man mal sieht, wie viel Abos ich habe und wie wenig Aufrufe. Da sieht man eigentlich, ja, wie viele Leute einfach eigentlich gar nicht mehr aktiv sind auf dem Kanal. Und das, da ist unter anderem auch wirklich Goodbye Deponia mit Schuld. Das sieht man wirklich. Und da merkst du auch wirklich dann so als Let's Player so ein bisschen die Schattenseiten. Du merkst zwar, wenn du wirklich das Neueste spielst und genau das richtige Projekt zur richtigen Zeit startest, dass es dir einen wahnsinnigen Schub versetzt. Auf der Gegenseite merkst du auch, die Leute kommen wirklich nur wegen dem Spiel auf deinen Kanal. Und du als Let's Player, wenn du nicht weitere aktuelle Projekte nachreichen kannst, bist eigentlich gar nichts wert. Also wenn ich jetzt natürlich mit der Schiene weitergemacht hätte, was weiß ich, ich weiß gar nicht, was kam zu dem Zeitpunkt raus. Ehrlich gesagt fällt mir jetzt gar kein Beispiel ein, aber wenn ich danach mit weiteren aktuellen Titeln gekommen wäre,
hätte ich diese Zuschauer wahrscheinlich halten können. Aber das wollte ich nicht. Ich wollte ja natürlich weiterhin mein Ding durchziehen und ich wollte mir treu bleiben. Und da musste ich das halt in Kauf nehmen. Aber das war halt echt so ein bisschen die Schattenseite, wenn du echt merkst, die Leute kommen eigentlich nur wegen dem Spiel und nicht wegen dir. Weil, sind wir mal ganz ehrlich, für die Leute, die das jetzt gerade so hören, was ich hier gerade erzähle, wer von euch hat mich denn mal über Goodbye Deponia erst kennengelernt und ist danach auch tatsächlich auf meinem Kanal geblieben? Das würde mich mal interessieren. Schreibt das doch einfach mal in die Kommentare. Ich bin mal gespannt, wie viele Kommentare da kommen. Ich vermute jetzt einfach mal null. Es wird wahrscheinlich echt so sein. Es wird wahrscheinlich niemanden geben, der mich über Goodbye Deponia kennengelernt hat und dann auch tatsächlich auf meinem Kanal geblieben ist. Ist halt einfach so. Jetzt könnte man sagen, dein Content ist nicht interessant genug. Aber ja, mein Content war auf der anderen Seite schon immer darauf ausgelegt, ein bisschen spezieller zu sein und sich ein bisschen von der Masse abzuheben. Und ja, dementsprechend, sorry, konnte ich nun mal einfach keine würdigen Nachfolger für Goodbye Deponia bringen in dem Sinne, sondern ich wollte in erster Linie meinem Hobby frönen und meinem Hobby kann ich nur dann richtig frönen, sag ich mal, wenn ich auch wirklich Projekte mache, die mir was bedeuten und die mir richtig viel Spaß machen. Und das sind bei mir nun mal in erster Linie N64-Spiele und Sega Master System-Spiele und einfach Projekte, bei denen ich merke, da könnte ich einen sehr, sehr guten Kommentarstil hinlegen. Das ist halt nun mal einfach so. Das ist mein Prinzip gewesen und diesem Prinzip will ich letztendlich auch bis zum Ende treu bleiben und ich hoffe auch, dass ich diesem Prinzip auch wirklich bis zum Ende treu geblieben bin auch. Das war einfach so, ja, das ist so die Sache. Ja, und so kommen wir auch schon zum Ende des Jahres. Ja, die Star Fox 64 Community Challenges starteten. Das Let's Play von Lylat Wars, wenn man so will. Ihr dürftet euch Challenges überlegen. Das Projekt dauert übrigens noch bis heute an. Ich habe ewig nichts mehr gebracht. Es wird kommen. Es kommt definitiv wieder. Keine Sorge, Leute. Ja, das Prinzip dahinter war, ich durfte das Spiel spielen und ihr dürftet euch aussuchen, wie ich das Spiel spiele. Also nicht so viel Energiegespamme machen. Nein, sondern euch verschiedene Aufgaben überlegen. Zum Beispiel sagen, Weehawk, schafft doch mal über 500 Abschüsse bei Area 6. Oder Weehawk, mach doch mal dies und das, mach mal nur Barrel Rolls oder versuch mal nicht getroffen zu werden in irgendeinem Level. Sowas dürftet ihr euch aussuchen, weil Lylat Wars ist natürlich eins meiner absoluten Lieblingsspiele und auch wahrscheinlich das Spiel, was ich wirklich von allen am besten beherrsche, bis heute. Und ja, dementsprechend habe ich mich da an so Community Challenges gewagt und die waren zum Teil auch wirklich sehr, sehr spaßig gewesen, haben mir einen wahnsinnigen Spaß gemacht. Ob das jetzt war, bei Corneria nur Charged Unlocked Shots abzugeben oder ja, bei Katina mal nur auf die guten und dann einmal nur auf die bösen Jungs zu schießen. War auch so eine ganz witzige Geschichte. Oder einfach mal durch ein Level durchfliegen und einfach mal die Gegner in Ruhe lassen und lauter solche Geschichten. Das hat echt irre viel Spaß gemacht und macht mir eigentlich auch bis heute noch Spaß. Problem bei diesem Projekt war, dass es relativ schwierig aufzunehmen war, weil ich habe hauptsächlich von Originalkonsole aufgenommen. Und Originalkonsole bedeutet, ich musste erst bis zum jeweiligen Level hinspielen und manche Community-Challenges musste ich halt mehrmals starten. Und da war es halt nicht drin, zwischendurch einfach mal immer mal wieder einen Part aufzunehmen, sondern ich muss mir für so eine Aufnahme richtig Zeit nehmen. Ich muss mir vielleicht teilweise mal eine Stunde oder zwei Stunden Zeit einräumen. Und das ist halt Zeit, die ich eigentlich so gut wie gar nicht habe. Und dementsprechend geht dieses Projekt bis heute sehr, sehr schleppend voran. Aber nichtsdestotrotz, es macht mir trotzdem nach wie vor sehr, sehr viel Spaß und es wird auch da weiterhin noch was kommen, weil diese Community-Challenges, sage ich ganz ehrlich, zählen heute zu meinen absoluten Lieblingsprojekten und machen mir bis heute einen Riesenspaß. Wirklich. War sehr, sehr toll. Ja, ansonsten endete das Jahr noch neben Goodbye Deponia und neben den Star Fox Community-Challenges noch mit Sonic Chaos. Damit sollte ich dann auch die Master System Trilogie vervollständigen von den Sonic the Hedgehog Spielen. Und war auch ein Projekt, in dem ich innerhalb dieses Projektes auch auf die Projektidee zum Anfang des nächsten Jahres gekommen bin, nämlich Asterix. Ich bin da irgendwie, glaube ich, im zweiten Part oder vielleicht sogar schon im ersten, glaube ich, bin ich irgendwie darauf zu sprechen gekommen, dass ich dieses Asterix-Spiel auf dem Master System ja so wahnsinnig schwierig finde. Und da reifte dann die Idee von mir, es einfach nochmal zu versuchen in Let's Play-Form. Ja, was dann daraus geworden ist bei Asterix,
Das seht ihr dann im nächsten Jahr, also im, nicht im nächsten Jahr, im nächsten Jahresrückblick-Special-Teil-Gedöns. Jetzt will ich euch aber nochmal ein paar Szenen aus dem Jahr 2013 zeigen. Ein wirklich sehr, sehr schönes Jahr, ein wirklich gelungenes Jahr. Es hatte wirklich alles, über Mario, über Dragon Ball, bis hin zu Star Fox, war wirklich alles dabei gewesen, was mich die Jahre über ausgezeichnet hat. Es war wirklich das Best-of-Jahr. 2013. Und hier kommen die Szenen. Yay! Was ist Gruber? This is madness! This is Sparta! So, Bro Dude. Jetzt können mich auch deine Bugs nicht mehr aufhalten. Ich korrigiere, sie können es doch. Ich gratuliere dir. Ja, wo finde ich jetzt eine blaue Pyramide? Von hier oben dürfte ich ja einen guten Blick haben eigentlich. Sehen wir uns mal... wo könnte die blaue Pyramide sein? Könnt ihr die blaue Pyramide in diesem Bild entdecken? Oh Junge, ihr habt völlig recht. Da ist sie, die blaue Pyramide. Huhu. Okay. Oder ich hätte es Jürgen Milski-mäßig machen können wieder. Okay, Leute, ich gebe euch 500 Euro, wenn ihr mir sagt, wo befindet sich die blaue Pyramide in diesem Bild. Aber gut. Oder wie viele blaue Pyramiden befinden sich auf... ich könnte das ewig so weitermachen, entschuldigt. Der weiße Schierlund? Wir sind hier in Schweden, so wie es aussieht. Der weiße Schierlund. Ich folge dir überall hin. Ja. Dias? Lauf hier nicht zickzack. Mr. Bush. Nicht schießen, sie spielen uns in die Hand. Ja, sie spielen jetzt in die Hand. Du, ich spiel dir gleich auch in die Hand. Du bist ein Penner, Dias. Das ist so geil hier gerade. Oh, Mist. Oh nein. We're all squadderly squadderla. Okay. Ah, das muss ich gleich nochmal probieren. Hallo, ich bin der Kostümwechsler. Sie können mich benutzen, um schnell ein neues Kostüm auszuziehen. Genau, nicht anzuziehen. Sie können sich hier nur ausziehen. Mach dich frei, du Stück. Oh Gott, es ist ein LKW. Ihr habt sie doch nicht mehr alle. Wie soll ich denn das machen? Ich bin nicht Sonic. Und das ist voll geklaut. Und das war's. Zu schlecht. Och, leck mich. Was soll denn das bitte heißen? Das finde ich traurig. Mit einem peppigen Lied auf den Lippen. Um die Sache zu unterstreichen, flut ich jetzt die Gesangskabine des Chors mit Heliumgas. Okay, die Idee war gut. Sehr schön. Wie? Was? Hast du meine Sprecherkabine etwa auch mit Helium geflutet? Du Gemeiner! Das kannst du nicht mit mir machen! Ich meine, was soll denn der Mist? Alter! Was findet man in Bosos Kutter? Deine Mutter. Dann musst eben du dran glauben! Geht das? Das geht echt? Aua. Sehr schön! Nochmal! Hey! Was denn? Das tut weh! Ach so, na wenn das so ist... Das tut weh! Okay, dann eben nicht. Oh, hier ist wieder euer Weehawk LP! Ja! Mensch, Leute, da sind wir wieder. Der Boso. Ja, der liegt hier so rum. Was für ein Kerl. Erst verliert er seinen Kutter und dann auch noch seine gute Laune. Mensch, Boso, kannst du denn gar nichts behalten? Ja. Ach nein. Ich würde mal sagen, eine Runde Mitleid für Boso. Wir gucken mal in den War-Shop rein. Lamp oil, rope, bombs, you want it? It's yours, my friend, as long as you have enough rubies. Was?
Was ist denn jetzt passiert? Ich hab mich aus dem Bildschirm rausgeglitscht. Und ich komme hier nicht mehr weg. Ich komme hier nicht mehr weg. Ich komme da nicht mehr raus. Und was so... Jetzt hat das Spiel neu gestartet. Das war nicht ich. Das war das Spiel. Ich hab das Spiel zum Abstürzen gebracht. Fox! 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 Hey, Luigi! Enden wir's epischer. Snipern wir ihn mal ab. Hier, der Frosch in Nahaufnahme. Oh, er ist so glücklich, oder? Gleich ist das nicht mehr. Peppy, wir werden dich nie vergessen. Was für eine Heldentat. Und ich bin sicher, irgendwo da oben im Himmel sitzt du jetzt und bringst den Engeln bei, wie sie eine Barrelroll zu machen haben. Warum läufst du weg? Ja, ich weiß es nicht. Was war, warum redest du so komisch? Komm näher! Ich will dich nur begrüßen. Okay. Was? Wieso lachst du so komisch? Prescott ist völlig wahnsinnig geworden. Oh Gott. Ich will dich nur begrüßen. Halt die Fresse, Prescott. Du hast doch nicht etwa Angst im Dunkeln, Cooper? Und warum baust du dir keine Fackel? Na, ich weiß schon, weil du nicht weißt, wie. Schaut euch das Kind an! Weiß nicht, wie man eine Fackel baut! Da gibt's nichts zu lachen! Er ist ein armer Hosenscheißer! Und wieso bist du ein Hosenscheißer? Hä? Cooper, wieso bist du ein armer Hosenscheißer? Hä? Mister Hosenscheißer! Da siehst du den Boden dann erst recht nicht mehr. Ja, ist gut, Alex. Ja, den Boden. Ach, Mensch, Alex. Alex, was denkst du hier immer dabei? Nicht über Boden grölen. Boden! 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 Okay. Wir können Ring um Ring einsammeln, laufen hier entlang und genießen einfach voll und ganz die wunderbare Flora und Fauna. Ja, von Mecha Green Hill. Wunderschön. Seht nur die vielfältigen Freizeitange... Fuck! Das hab ich ganz vergessen!